5.52 Uhr, weil die Wecker sagt 5.52 Uhr. Keine Ahnung, ein bisschen produktiv sein. Ich versuche jetzt noch eine Stunde zu schlafen oder zwei. Sonst geht's gut. Ich will einkaufen. Oder mal gucken, erst Kaffee trinken. Heute ist Donnerstag. Und also 10 vor 6. Mache ich wieder ins Bett. Bis später. Ja. Wollen wir mal aufstehen? Ich habe irgendwie meine Schlafgewohnheit ein bisschen umgestellt. Ich gehe mir letzte Zeit ein bisschen später ins Bett. Aber dafür bleibe ich ein bisschen länger im Bett. Zur Zeit geht das Gott sei Dank noch. Gott sei Dank. Bis das Attest da ist vom Arzt. Und jetzt gibt es mal lecker Kaffee. Dann und die Zeit noch ein bisschen genießen, solange man noch ein bisschen länger schlafen kann. Und um kurz nach 5 oder was war ich mal wach, war fast aus dem Bett gefallen, irgendwas habe ich gehört oder irgendwas ist gewesen. Und bis später. Also, früher war ich, ein bisschen gewaschen, Zähne geputzt, was man halt morgens so macht, wenn man aufsteht oder nach dem Aufstehen. Ich ziehe mich jetzt an, angezogen bin ich schon, Hose habe ich schon an, Pullover an, Jacke an und dann geht's ab aufs Fahrrad und dann ein paar Sachen erledigen. Ja. ILS habe ich auch angeschrieben, muss ein Gutachten erstellt werden beim Jobcenter und wenn ich, ja, und dann muss ich gucken. Also ich hätte bei ILS irgendwie anfangen können, als Auto, Hin- und Herfahrer beim Hafen in Emden. Aber das Gutachten ist noch nicht fertig vom Jobcenter, also müssen wir mal gucken, was daraus wird. Tja, lieber Jobcenterarzt, ich bedanke mich für Ihre Mühe. Das Attest wird erstellt und dann muss man weitersehen. Das dauert halt manchmal ein bisschen. So, Pullover habe ich auch an. Also mit diesem Attest vom Jobcenter, da geht es darum, ob ich eine Förderung bekomme für ein kleines Auto. Ich glaube, es gibt so eine Möglichkeit, dass man sich da irgendwie 2.500, 3.000 Euro leihen kann, eine Art Kredit von einem Jobcenter, also wenn man Arbeit in Aussicht hätte. Also ich habe einen Arbeitsvertrag von ILS auf dem Handy, müsste ich eigentlich nur ausfüllen, bloß von hier von Oldenburg bis nach Emden komme ich nicht mit dem Bus. Also mit dem Auto würde ich da eine Stunde fahren, Geld wäre da auch in Ordnung, also ich glaube, ich würde sogar 6 Tage arbeiten, also 5 Tage Woche, der Betrag und bei 6 Tagen sind nochmal 600 Euro mehr auf dem Konto, netto. Hätte ich gemacht, ich erwarte einfach auf das Attest. Das ILS habe ich das mitgeteilt, wie neue Fahrzeuge von VW auf die Fähre fahren oder so. Das wäre ja richtig cool, jeden Tag mit neuen Autos fahren. Ich muss mit dem Jobcenter nochmal telefonieren und mal sehen, was passiert. Ja, Mütze habe ich auf, Rucksack ist gepackt, verlässliche Glasflaschen, ein bisschen Haushalt machen. In nächster Zeit habe ich ein bisschen Zeit. Ich muss noch mal Attest warten vom Arzt. Ich habe Topfreinigungsschäume gekauft und eine komplett neue Scheuermilch. Ich werde mal. Also, die Dusche habe ich letztens schon geschrubbt. Aber halt mal gucken, ein bisschen Badezimmer, Fliesen mal schrubben. Oder mit Dampfreiniger reinigen. Und jetzt sitze ich mir auf mein Fahrrad. Besorge mir erstmal Tabak. Noch zwei, drei Sachen einkaufen, Cornflakes brauche ich noch. Viel Schnitzel essen irgendwie die nächsten Tage. Heute vielleicht oder morgen, gucken. Und Knusper-Schnitzel mit Kartoffeln und Sauerlandes. Und dann, jo. Bin Palworld. Ja, was soll ich sagen? Einkauf erledigt. Fahrrad ist da. Mit Sau. Ich fahre nach Hause. So, also mein Einkauf habe ich erledigt. Kleinigkeiten. War bei Lidl einkaufen. Wasser, Cola, Cornflakes. Und ich habe mir 1 Kilo Putenkeule gekauft. Für 6 Euro Angebot. 25% günstiger.
da schneide ich mir heute ganz, ganz dicke XXL Putenschnitzel raus. Ja, aus Meister Sand. Oder morgen. Mal gucken. Bis später. Pire. Ja, da bin ich. Bin schon wieder zu Hause. Oh, 4:12. Perfekt. Und Google hier, willkommen zu Hause. Google zeigt mir mal an. Macht mir den Fernseher an und das Licht an und so. Und ich werde jetzt die Einkauf wegräumen. Und dann werde ich warten, bis das Jobcenter sich meldet wegen dem ärztlichen Gutachten. Ja. Kaffee habe ich gekauft. Brötchen. Wasser. Einmal, zweimal. Dreimal. Hab fast schon mal die Welt auch noch erledigt. Ein bisschen Öl habe ich gekauft für meine Putenschnitzel. Ich habe nämlich Putenschnitzel im Angebot gekauft. Erstmal Nudeln, Penne, Nudeln, Oma und Opa Nudeln, keine Ahnung. Und Kilo Putenbrustfilet. Das werde ich mir schön Schnitzel schneiden, große Schnitzel, kleine Schnitzel, geschnetzeltes. Das ist alles für 6 Euro, glaube ich. Ja, das war es erstmal soweit. Cola noch. Ja, jetzt was soll ich nochmal sagen. Ende des Videos wahrscheinlich bis jetzt. Im Einkaufen habe ich es erledigt. Ich habe eine Nachricht beantwortet, eine E-Mail beantwortet heute Morgen. Bisschen schlecht geschlafen die Nacht. Irgendwie bin ich irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Kann nicht schlafen, habe ich manchmal. Palworld spiele ich gleich. Kann ich nur empfehlen. Richtig cool. Und macht Spaß. Zeige ich gleich. Tag habe ich mir gekauft. Mit Cola eingegossen. Und heute Abend gibt es noch lecker Schnitzel. Oder morgen. Mal gucken, wie ich Lust habe. Ich warte einfach auf das Schreiben vom Arbeitsamt. Vom ärztlichen Attest. Oder Gutachten heißt das.